Wer den Jakobsweg von Köln über Trier nach Schengen wählt, hat eine landschaftlich schöne und abwechslungsreiche Strecke vor sich mit vielen Sehenswürdigkeiten, die wir in diesem Video ein wenig näher beleuchten. Gestartet wird am Kölner Dom, dessen beeindruckende gotische Architektur einzigartig ist. Im Innenraum sind der goldene Dreikönigsschrein, das moderne Richterfenster und der Dreikönigsaltar von Stefan Lochner, die Highlights. Mit Groß St. Martin und St. Pantaleon führt der Pilgerweg auf den ersten Kilometern vorbei an zwei der schönsten Kölner romanischen Kirchen. Stadtauswärts geht es vorbei an Resten der römischen Eifelwasserleitung, einer Gefälleleitung, die frisches Wasser aus der Eifel nach Köln brachte. Am Etappenziel in Brühl warten neben der Kirche St. Margareta das Max-Ernst-Museum, das barocke Schloss Augustusburg und die Schlosskirche des ehemaligen Franziskanerklosters auf die Pilger. Die zweite Etappe führt zuerst nach Walverberg. Das ehemalige Dominikanerkloster, die Kirche mit dem Pilgerstab der heiligen Walburga und der nebenstehende Bergfried der alten Burg, heute Hexenturm genannt, sind dort sehenswert. Nach einer langen Waldpassage öffnet sich beim Zwistertürmchen, ein alter Kirchturm mit Jakobsmuschelnschmuck, der Blick auf das breite Erftal und den Ort Weilerswist mit der Kirche St. Mauritius. Entlang der Erft geht es über Großfernich weiter bis Euskirchen mit seinem alten Marktplatz und Resten der mittelalterlichen Stadtbefestigung. In der alten Pfarrkirche St. Martin ist ein Antwerpener Hochaltar von 1520 zu bewundern. Die 17 Kilometer lange dritte Etappe nach Bad Münstereifel hat in Stotzheim die Hartburg aus dem 12. Jahrhundert und die Kirche St. Martin mit der geschnitzten Figur des heiligen Rochus zu bieten. Private Burg Kirspernich und St. Bartholomäus sind weitere Sehenswürdigkeiten am Weg. Am Eingang der Kapelle St. Hubert in Arloff zeugen die über die Jahrhunderte von den Fingern der Pilger eingeschabten Rillen von der langen Pilgertradition auf dieser Strecke. Das Etappenziel Bad Münstereifel bietet neben der gut erhaltenen Stadtbefestigung mit vier Stadttoren eine romanische Stiftskirche, eine Jesuitenkirche St. Donatus und für Schnäppchenjäger ein City Outlet Center.
20 Kilometer des vierten Streckenabschnitts führen vorbei an den Kirchen in Roderath und Frohngau, den Grundmauern eines römischen Gutshofes und der einsam gelegenen Aar-Kapelle, eine Wallfahrtskapelle aus dem 12. Jahrhundert, die vor einigen Jahren renoviert wurde. Über eine lange, schnurgerade alte Römerstraße geht es weiter in das Fachwerkstädtchen Blankenheim mit der Burg, heute eine Jugendherberge. Ein Besuch der Kirche Maria Himmelfahrt mit den gotischen Schnitzaltären beendet die Etappe. Die Kapellen St. Brigida in Nonnenbach und St. Dionysius in Walldorf stehen am Anfang der 22 Kilometer langen fünften Etappe nach Kronenburg. Ein 500 Jahre alter Basaltstein markiert den Vierländerpunkt der mittelalterlichen Herrschaften Jünkerath, Kronenburg, Schmidtheim und Blankenheim. Der zweischiffige Kirchenraum von St. Maria Geburt in der Ortschaft Basen gilt als einer der schönsten der Spätgotik in der Eifel. Der auf einem Bergvorsprung 660 Meter über der Kill liegende Ort Kronenburg gehört mit zu den schönsten Burgstädtchen in der Region. Unterhalb der Bergruine sind die seit Jahrhunderten unveränderten Häuser in den engen Gassen zu bewundern. In die Wehrmauer integriert ist die sehenswerte Einstützenkirche St. Johann Baptist. Vorbei an der kleinen Brigida-Kapelle in Kronenburger Hütte führt der Jakobsweg mit Blick auf den See hinauf auf die sogenannte Schneifel, einem 15 Kilometer langgezogenen Bergrücken von Ormond bis Bleialf mit ausgedehnten Fichtenwäldern. Die kaum besiedelte Landschaft war im Zweiten Weltkrieg mit 170 Bunkeranlagen bestückt. Ein Westwallweg führt vorbei an den mittlerweile überwucherten Ruinen bis zum Blockhaus zum Schwarzen Mann, einer Gaststätte. Der Schwarze Mann erinnert an die verschmutzten Gesichter der Bergleute des Bleialfer Bleierzbergwerk und steht als Holzfigur in der Nähe. Kurz vor Prüm steht die Kalvarienbergkapelle, die an die Opfer einer heftigen Explosion im Munitionsdepot in den Nachkriegsjahren erinnert. Das Stadtzentrum wird von der sehenswerten Basilika und den ehemaligen barocken Klostergebäuden dominiert. Die nächsten beiden Etappen führen nach Schönecken und Neuerburg mit den gleichnamigen Burgen. Die vermutlich um 1200 von den Grafen von Vianden gebaute 120 Meter lange rechteckige Festungsanlage steht auf einem Bergrücken oberhalb Schöneckens. Die Neuerburg inklusive der Stadtbefestigung wurde vom 14. bis 16. Jahrhundert gebaut, sodass sie schließlich ein wahrlich fast uneinnehmbares Bollwerk mit teilweise 5,5 Meter Mauernstärke war. Weiter führt der Jakobsweg über das wie eine natürliche Trutzburg wirkende Ferchheimer Plateau, eine Sandsteinformation, die bereits vor 4000 Jahren besiedelt war. Das Fraubillenkreuz ist eine der wenigen in der Region existierenden Meniere
ein keltischer Stein aus dem 2. Jahrtausend vor Christi. Der 3,5 Meter hohe Stein wurde wahrscheinlich später von Christen zu einem Kreuz umgestaltet. Ein Abstecher in die älteste Stadt Luxemburgs steht am Ende der 9. Etappe. Echternach ist durch die jährliche Springprozession bekannt und hat einen schönen Marktplatz mit einigen sehenswerten Gebäuden. Über Welschbillig führt die 11. Etappe zur ältesten Stadt Deutschlands, Trier. Die frühe Gründung Triers vor 2000 Jahren spiegelt sich in einer Vielzahl an historischen Bauten, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Das bekannteste Baudenkmal ist die Porta Nigra, eins von 4 Stadttoren aus römischer Zeit. Amphitheater, Barbara-Thermen, Kaiserthermen, Konstantin-Basilika und Römerbrücke sind weitere römische Kulturdenkmäler, die mit dem Trierer Dom und der Liebfrauenkirche in die UNESCO-Welterbenliste aufgenommen wurden. In Trier kann man also durchaus einen Besichtigungstag einplanen.